Guten Abend, liebes Publikum. Heute bin ich hier, um Ihnen ein Märchen zu erzählen. Folgende Personen spielen dabei eine Rolle. Ich bin der verrückte Prinz. Wir sind die bösen Schwestern! Bin Aschenputtel. Es war vor langer Zeit in einem fernen Land, im Osten oder im Westen, dort lebte der charmante Prinz. Ich bin der charmante Prinz. Ganz in der Nähe wohnte ein Mann mit seiner Frau und einer Tochter. Doch die Frau starb. Und nach einem halben Jahr nahm sich der Mann eine neue Frau, die bereits zwei Töchter hatte. Wir sind die bösen Schwestern! Ich bin Aschenputtel. Eines Tages wurden alle Jungfrauen zu einem großen Ball eingeladen. Ich bin traurig. Ich werde nicht zum Ball gehen. Oh. Aschenputtel, bring uns unsere Festkleider! Okay. Aschenputtel, bring uns unsere Strümpfe! Waren zum Ball gegangen. Aschenputtel saß am Feuer. Ich bin so traurig. Sei nicht traurig. Ich bin deine Pate, die Fee. Ich kann nicht gehen. Aber doch, du gehst. Okay. Ich werde dich in einem wunderschönen Gewand bekleiden. Oh, wie schön. Ich werde dir gläserne Kartoffeln geben. Ding. Okay. Du kannst jetzt zu Ball gehen.
Esel machte sich glücklich auf zu dem großen Ball im Schloss. Ich bin der charmante Prinz. Und ich bin so schön. Du bist so schön. Er ist so schön. Ich weiß. Ich werde mit dir tanzen. Okay. Wir sterben vor Eifersucht. Ich bin so glücklich. Ich bin so schön. Ich bin so schön, ich werde dich heiraten.
Okay. Wir sterben vor Eifersucht. Ich bin so glücklich. Ich bin so schön. Und sie lebten noch lange glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Okay. Habt ihr nach einer langen, bis nicht sogar sehr langen schöpferischen Pause wieder an der TVE-Fastnachtei. Ich würde mich freuen, euch auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Und dann darf ich euch die Gruppe auch mal vorstellen. Den Vorhang haben wir gehalten.